Servus Leute, Brandy hier. Wir spielen gegen Datto. Let's learn Zerg. Folge 14. Nachdem wir in der letzten Folge gerusht wurden von Speedlingen, spielen wir jetzt in dieser Folge gegen Datto, einen Protoss auf der Forschungsstätte Daedalos. Mal schauen, was uns dieses Matchup bringt. Gegen Zerg haben wir uns einige Rushes angefangen. Vielleicht wird uns der Protoss den ein oder anderen, ja, das Makro-Game schenken. Sagen wir es mal einfach mal so, wie es ist. Das wäre schon mal kein schlechter Anfang, wenn wir überhaupt ein Makro-Game haben könnten. Weil ich werde ihn auf jeden Fall nicht rushen. Ich habe nicht vor, irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit Zerg überhaupt anzufangen zu rushen. Wüsste nicht, warum das irgendwie in einer Art und Weise uns helfen sollte bei Zerg lernen. Und deswegen unterlassen wir das auch komplett, was das Rushen angeht. Den zweiten Overlord müssen wir jetzt zum Scouting unserer Echse benutzen, also unserer Hatch. Deswegen fliegen wir ihn auch direkt dahin. So, als nächstes, wie spielen wir denn? Ich hätte mal gedacht, wir spielen eine kleinere Abwandlung mal wieder und haben dann quasi die Möglichkeit, früh Roaches zu bauen. Aber ob das so von der Saturation hinhaut, bin ich mir nicht so ganz sicher. Deswegen werde ich eigentlich Pool First bevorzugen in dem Fall mal wieder. Und so werden wir es dann auch machen, ehrlich gesagt. Da bin ich mir echt ziemlich sicher, so machen wir es. Wir spielen einfach Pool First. Wenn Berserker kommen, dann haben wir immer noch unsere Linge. Bauen wir halt einige mehr. Müssen halt auch noch schauen, dass er uns nicht Cannon rusht irgendwie. Sieht aber nicht so aus, muss ich ehrlich gestehen. Dann können wir jetzt auch diese Drohne dafür benutzen, ein Dingens zu bauen, eine Hatchery hier. So, die ziehe ich jetzt mal ab. Die baut mir hier eine Hatchery, sobald ich die Minerals dafür habe. Und ich hoffe, ich habe sie jetzt dann gleich, bevor der Scheiß da zurückkommt. Zack, genau, haben wir sie jetzt. So. Ich würde gerne am liebsten diese Probe verfolgen. Einfach um sicher zu gehen, wie es so aussieht bei uns. Der Gegner spielt keine Echse, soweit ich das sehen kann. Beziehungsweise ich könnte eigentlich noch gar nicht sehen. Deswegen, naja, den juckt es gerade nicht, dass er seine Probe verliert. Ja, geht auch so. Haben wir sie tatsächlich umgelegt, finde ich jetzt ehrlich gesagt schade. Eine Probe ist schon wichtig, würde ich sagen. Also behaupte ich jetzt einfach mal, dass eine Probe wichtig ist. Weil schließlich bringen die uns ja Infos. Naja, spielt tatsächlich keine Echse. Vielleicht können wir uns den ein oder anderen Blick erhaschen, indem wir uns jetzt einfach mal die Linge hier vorziehen. So, einmal hier, zack, zack. Machen wir das mal so. Alles klar, dann können wir gleich die Queen injecten lassen und nach vorne mit ihr. Natürlich brauchen wir jetzt mehr Overlords. So, ihr konnt nichts erhaschen hier, aha. Dann machen wir das Ganze doch mal einfach so. Die drei, nochmal zack, zack, und der da darf mal hier bleiben. Okay, sehen wir da was? Eine Century, ein paar. Okay. Also nichts Gesundes für uns, muss man so sagen, wie es ist. Muss man einfach so sagen. Bau vielleicht am besten noch einen nein, einen Crawler hin.
Und gehe jetzt schon auf unser Gas. Und baue jetzt schon unseren Roach Warren. Machen wir das einfach mal so. Sehr schön. Zack, zack. Und wir stellen dann einfach so alles wieder hin. Und wir brauchen jetzt auch wieder Overlords. So, und wir bedrohen die da gleich. Zack, da. Zack, da. Zack, da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5, sehr schön. Hätten wir das jetzt auch. Wir haben die Watchtowerchen und fangen mal an mit ein wenig Creep Spread. So, die hauen wir mal hier hin und dahin. Super! Super! Okay. Und die Queen wieder hier hin. Nummer 2 dahin. Zack, 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 zack. Ja, dann geht mir leer. Mir ein leer. Oh mein Gott, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sehr schön. Unsere Roaches sind jetzt auf dem Weg. Oh man. Sehr gut. Ja, opfern wir halt ein bisschen was, aber dafür wehren wir den Push ab. Muss man ehrlich sagen. So, jetzt kommt mal raus, meine Süßen. Andererseits sieht es nicht ganz so aus, als ob wir diesen starken Push überhaupt überleben könnten. Nee, sieht nicht so ganz danach aus. Ja, jetzt haben wir gerade unser Leer fertig bekommen. So, dann greifen wir mal an. Ah, oh, das ist aber ärgerlich. Nochmal so ein Ding zu bekommen. Schreib mal gar nichts mehr dazu, das ist so einfach nur erbärmlich. Sowas ist echt einfach nur erbärmlich. Finde ich ehrlich gesagt, ist echt einfach nur mies und bitter schlecht. Aber was soll's. Aber einfach auch viel zu ökonomisch gebaut. Naja. Ah, oh, ist das ärgerlich. Muss man einfach sagen, das ist echt ärgerlich. Was haben wir denn gegen einen normalen fucking Toss, der mal irgendwann mal in seinem Leben Gold gespielt hat? Ja, was soll ich sagen? Hätte man einfach früher auf Roaches gehen müssen. Naja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute.